Hallo, mein Name ist Bernd und heute mache ich eine Wanderung im deutsch-französischen Grenzgebiet. Ich will einige Burgen und Felsen besuchen. Mein Auto parke ich gegenüber der Bushaltestelle in Schönau. Nach dem ersten Anstieg habe ich einen wunderschönen Ausblick auf Schönau. Doch der Anstieg geht weiter. Auch mal über Treppen. Und weiter, die Wegpfeile zeigen nach oben. Jetzt nur noch die Leiter hoch und ich kann die Aussicht auf dem Pfaffenfelsen genießen. Unter mir liegt Schönau mit dem Königsweiher. Nach einer kurzen Pause geht es gleich wieder weiter. Die meiste Zeit folge ich dem kleinen Gespenst. Kurze Zeit später erreiche ich den etwas versteckten Bruderfelsen. Von dort aus sehe ich zum ersten Mal die Burgruine Fleckenstein, eines meiner Ziele der heutigen Wanderung. Hier wird der Saarbach zur Lassauer, denn ich überquere die Grenze zu Frankreich. Dann geht es wieder nach oben. In der Elfenwelt angekommen, bin ich direkt unterhalb der Burgruine Fleckenstein. Die Burgkasse hat heute geschlossen. Ich werfe noch einen Blick von der anderen Seite auf die Burgruine. Jetzt geht es über den Felsenpfad weiter nach oben zum Langenfels. Von hier aus geht es oben auf dem Grat weiter zur Burgruine Löwenstein.
Dort oben angekommen fällt der erste Blick auf die Wegelnburg, die ich heute auch noch erreichen möchte. Besonders beeindruckend ist, um wie viel ich höher bin als der Fleckenstein. Auch das nächste Ziel, die Burgruine Hohenburg, kann ich von hier aus sehen. Bis in die Rheinebene reicht der Blick. Weiter geht nun mein Weg zur Hohenburg. Sie ist die letzte Burg auf französischer Seite. Hier hat man nicht nur eine tolle Aussicht, sondern auch zwei Orientierungstafeln. Auch von hier sehe ich den Fleckenstein und die Wegelnburg. Dann entdecke ich den Drehfels. Und anschließend Pirmasens. An der Quelle des Maidenbrunnen spielt die Sage der Weißen Frau. Dann überschreite ich wieder die Landesgrenze und bin kurze Zeit später bei der Wegelnburg. Auch hier genieße ich nochmal die Aussicht. Nach dem Abstieg folge ich einem langen Forstweg zurück nach Schönau. Wenn dir der Film gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du keinen Film mehr verpassen willst, dann darfst du gerne den Kanal abonnieren.